Bist du über 50 und hast du manchmal Stimmungsschwankungen und wünschst dir bessere Laune, dann zeige ich dir jetzt einen kleinen Yoga-Flow, der super gut hilft, um bessere Laune zu bekommen. Ich bin Petra und ich bin Yogalehrerin, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, eine sogenannte Ökotrophologin und Gründerin der Meno-Detox-Kur. Das ist eine Online-Live-Kur für eine leichte, entspannte und energievolle Menopause. Und die Übung, die ich dir jetzt zeige, die ist auch aus dem Yoga-Programm von der Meno-Detox-Kur. Also, dann lass uns mal loslegen. Ich bin übrigens hier auf Sylt bei schönstem Herbstwetter. Also, warte mal, ich mache das hier mal ab. Also die Sonnenbrille. Und zwar, ganz wichtig ist, wenn wir so Stimmungsschwankungen haben, uns zu erden, den Kontakt zur Erde zu bekommen. Und dafür ist es super gut, wenn du so wie so eine Regenmacherin hier praktisch in den Boden richtig so reintrampelst. So richtig so. Am besten machst du gleich mal mit. Richtig schön hier so. Siehst du das? So richtig. Abgesehen davon bringt das mega viel Spaß. Also, Erden ist super wichtig. Dann, zweiter Aspekt, wenn die Laune wieder steigen soll, ist Herz öffnen. Hinstellen und dann mit der Einatmung die Arme nach oben bringen und dann so Kaktusarme machen, also dieses hier. Und dabei, ich zeige es dir mal von der Seite, so. Am besten mach auch gleich mal mit. Stell dich dafür gut geerdet hin und dann Kaktusarme. Einatmen, ausatmen, nochmal ein. Wirklich diese Öffnung. Schulterblätter hinten zusammenbringen. Von hier kommen wir nochmal Erdung und Herzöffnung. Und zwar Beine grätschen, rechten Fuß nach außen drehen, rechten Arm ablegen. Linker Arm streckt nach oben, kannst hier die Hand weiter nach hinten bringen, Herzöffnung und dann mit der Ausatmung Hand aufs Herz, auf den Herzraum und wirklich reinspüren. Einatmen und ausatmen. Und immer wenn wir in unser Herz eintauchen, in unsere Herzenergie, dann kriegen wir so die wesentlichen Dinge, dann kriegen wir den Blick wieder für die wesentlichen Dinge. Und dadurch hebt sich sehr häufig die Laune. Dann von hier aufrichten. Wir tauschen natürlich auf die Seite. Also linke Bein beugen, linken Arm ablegen, rechte Arm nach oben. Einatmen, rechte Hand ein bisschen nach hinten, Herz öffnen. Und mit der Ausatmung Hand auf Herz. Einatmen und ausatmen. Ein. Und aus. Und falls du mitmachst, vielleicht spürst du schon die Wirkung. Wenn wir nämlich den Körper nutzen, hat das super viel Einfluss auch auf unsere Gemütsverfassung. Von hier Füße nach außen drehen, einmal tief setzen. Und das ist super gut zum Erden. Schultern entspannt, wirklich so richtig fett. Und so boah, und satt, ja, hier tief setzen. Dann die Beine strecken, Füße nach vorne drehen, Hände in die Taille, atme tief ein, mit der Ausatmung beugen wir uns nach vorne, bringen die linke Hand auf den Boden, strecken den rechten Arm nach oben, Herzöffnung zur Seite, atme hier tief ein und mit der Ausatmung fliegender Wechsel, rechte Hand auf den Boden. Und linke Arm nach oben, tief einatmen. Und dann Hand zum Boden. Nehme ich jetzt mal zur Seite. Also wir stehen hier so. Dann, oh, jetzt ist hier mit der Hand etwas rutschig. Aber das kriege ich hin. Bring die Füße zusammen, komm in den herabschauenden Hund. Von hier bringen wir die Knie auf den Boden. Und jetzt geht es nochmal um den Aspekt der Dankbarkeit. Weil das ist eben auch super wichtig, wenn wir unsere Laune heben möchten. Also dieses Erden, Herz öffnen und dankbar sein. Und da eignet sich
perfekt diese Übung dafür. Mach das einfach mit deinen Händen weiter nach vorne und bringst deine Stirn auf den Boden oder Richtung Boden. Ich zeig's dir einmal. Und hier wirklich richtig schön nach unten schmelzen mit dem Herzen und diese Dankbarkeit empfinden. Dieses, oh, alles ist gut. Und zum Rauskommen einfach mit den Händen weiter zurückwandern. In den herabschauenden Hund, komm. Kommst mit deinen Füßen nach vorne zu den Händen. Mit der Einatmung aufrichten. Und dann Hände vors Herz bringen. Ich danke dir fürs Mitmachen. Und freue mich über ein Like, ein Kommentar und auch über ein Abo des YouTube-Kanals. Und wenn du mehr über die Meno-Detox-Kur wissen möchtest, dann schau gerne auf www.menodetox.com. Da findest du auch Feedback von Teilnehmerinnen und was dich da erwartet. Es geht ums Detoxen, es geht um das Startsignal zum Abnehmen zu setzen und natürlich auch die gute Laune. Ein Küsschen von Syl. Tschüss, bis bald.